Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Weihnachten, Silvester und Neujahr, das sind gute Gelegenheiten für ein festliches Essen à la carte. Und ums Essen geht es auch in der Coop Festtagszeitung, wo wieder viele neue Tipps, Ideen und Rezepte enthalten, damit so ein Festessen auch wirklich ein kulinarischer Erfolg wird. Der schönste Beitrag von Coop zum guten Gelingen der Festtage ist aber sicher das reichhaltige Angebot in ihrem Coop-Laden. Hors d'oeuvre, die den Appetit wecken, aber nicht satt machen. Fleisch oder Geflügel? Geschmort oder Braten? Und knackig frische Gemüse. Für die kulinarischen Höhepunkte sind sie bei Coop also bestens bedient. Was so stilvoll angefangen hat, soll auch so aufhören. Mit einer reichhaltigen Käseplatte zum Beispiel. Oder mit einer paradiesischen Auswahl an exotischen Früchten. Wer es aber lieber süß hätte zum Kaffee, bitte schön. Und jetzt zum Schluss nochmal die Coop Festtagszeitung. Wenn Sie nämlich die sorgfältig durchschauen, dann finden Sie auch die Lösung vom Wettbewerb. Und Sie können Warengutscheine gewinnen, und zwar im Wert von 10, 100 und 1000 Franken. Wenn Sie den nächsten Tag Einkäufe machen, dann entspannen Sie sich doch zwischendurch einmal in einem der gastfreundlichen Coop-Restaurants. Küchenchefs offerieren Ihnen jede Woche ein vielfältiges Angebot vom kalorienarmen und ausgewogenen Menü Light bis zum grosszügigen, aber trotzdem preisgünstigen Festtagsmenü. Spielsachen sind um diese Jahreszeit ein brennendes Thema. Wunschträume wie der schnelle Wagen, der lustige Teddybär-Rucksack oder das herzige Baby kann Coop jetzt erfüllen, und zwar zu echten Wunschpreisen. Und wenn man das ganze Jahr gefolgt hat, dann bringt einem jetzt am Samstagabend bestimmt der Samichlaus statt einer Rute einen Sack voll Lebkuchen, Mandarinen, Nüsse und Gutzli, die Coop für ihn parat gemacht hat. Ebenfalls parat für Sie ist jetzt sicher die Studioküche mit dem Coop-Rezept dieser Woche. Frisches Boulet. Das hat uns der Coop-Metzger für heute empfohlen. Mein Vorschlag, Boulet an Currysoße. Ich habe ein Boulet in 8 schöne Stücke geteilt, mit Zitronensaft beträufelt, mit Curry eingerieben und eine Stunde marinieren. Dann im heißen Öl ringsum anbrötelt und in eine Gasrolle gelegt. Im verbliebenen Fett eine Zwiebeln andünsten, mit Weisswein ablöschen, Bouillon und Gewürz dazugeben und diese Soße dann über das Boulet verteilen. Im vorgeheizten Ofen zugedeckt, lassen schmoren. Nach ungefähr einer Stunde auf eine vorgeheizte Platte anrichten, die Soße mit Rahm verfeinern und dann das Boulet mit gerösteten Mandelsplitter, mit gebrötelten Bananen und Trockenreis servieren. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche, und ich wünsche einen guten. So, das wäre es wieder mal vom Coop-Mittwochstudio. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen noch Coop-Sonderangebote, die von morgen bei Coop wieder erhältlich sind. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Blumenabteilungen gibt es diesen schönen Blumenstrauß für nur 6,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Gala chinesische Nüdeli 2x 500 Gramm statt 4,20 nur 3,40 €. Coop Soja-Dessert in 2 verschiedenen Varianten, 150 Gramm statt 95 nur 75 Grappen. Tartar Kräuterfrischkäse 2x 80 Gramm statt 3,90 nur 3,10 €. Ein Caprice de Dieu 200 Gramm statt 4,30 nur 3,40 €. Coop Salami 100 Gramm Tipo Milano statt 2,85 nur 2,35 €. Und 100 Gramm Nostrano statt 2,90 nur 2,40 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Clementinen im Netz 1 Kilo nur 1,60 €. Und 2 Kilo nur 3 Franken. Zum Schluss noch ein interessanter Hinweis. Verschiedene Fett und Öl haben bei Coop abgeschlagen. Auf Wiedersehen.